Wir sind zurück in einer neuen Ausgabe von Two Point Hospital. Unserem verrückten, lustigen Krankenhausmanagement-Aufbauspiel. Und ihr seht, der dritte Stern ist schon am Horizont zu erkennen, aber ob wir ihn erreichen werden, das weiß ich nicht, weil wir sind hier leider im Minus und wir müssen hier schauen, ja, dass wir hier, ich sehe gerade, wir könnten hier noch was machen. Warte mal, du gehst mal nach Hause ganz kurz. Warte mal, ein Zimmer können wir vielleicht, ich habe kein Kohle, wie soll ich das ausbauen, das Zimmer? Wir müssen doch einen Kredit aufnehmen, hilft nichts, oder? Ja oder nein? Es ist jetzt diese Frage, damit wir weiter investieren können. Wie viel kostet denn da so ein Kredit? Schauen wir mal schauen. Kredite. 50.000. Ja, die, wenn wir das mit Spritzenhaus schaffen könnten, dann bräuchte ich keinen. Fraktur. Nehmen wir. Ja, 200 Patienten müssen wir heilen, 133 haben wir schon, das geht so langsam nach oben. Aber wir machen eben keinen Gewinn und das ist das Problem. Yeti-Besuch schon wieder. Ja, dann komm mal. Ah, Glück gehabt. Stopp. So, jetzt müssen wir kurz, da gibt es hier noch ein Ziel und zwar können wir das eine Marketingbüro da ein bisschen verschönern. Schaffen wir da was zu bekommen und zwar mehr, also eine höhere Stufe und dadurch auch dann Kohle. Ja. Schauen wir mal. Ja, sieht ganz gut aus bis jetzt. Okay. Ja, das könnte funktionieren. Moment, so dahin noch einer. Und hierhin. Und das Hundebild kommt natürlich hierhin. Oh, jetzt noch eins, bitte, komm. Ein Gemälde noch. Lass mich das hinhängen irgendwo. Yes! So. So sieht es doch nett aus hier. Ja, die Personalstimmung müssen wir noch erhöhen. Das machen wir vielleicht mal. Warte mal. So, einfach mal die Gehälter erhöhen. Mal schauen, was das bringt. So. Nee, natürlich nicht. Ganz klar. Der Promi-Yeti. Gottes Willen. So, alle nach Hause schicken, die hier schlecht ausschauen. Die werden es eh nicht mehr schaffen. So, was ist denn da los? Diagnose ist schon wieder am Köcheln hier, das. Ach du Kacke. Warte mal, machen das mal so. Stopp. Warte mal, machen das mal so, müssen jetzt wieder umbauen. Also wie oft ich das hier schon umgebaut habe. Es geht auf keine Kuhhaut, aber wir müssen das machen. Warte mal, machen wir das mal so. Und du bitte auch mal darüber. Weil ich muss jetzt hier nochmal das hier kopieren, glaube ich. So, oder? Ja, warte mal. Ja, einmal. Und dann gleich nochmal. So, ja, genau. Ja. So, und dann dich setzen wir dann ins Hoch. So, genau. Und dich auch. So. Ja, geht doch, oder? Ja, sieht gut aus. So. Objekte.
Wie sieht das hier aus mit das da, genau, und das da und natürlich auch das passt soweit, genau. Warte mal, das nehmen wir auch noch mit. So, Pflanzen noch nicht vergessen hier. So, ein bisschen grüner hier, oder? Alles so braun hier, sehr ekelig. So. Jetzt habe ich bald keine Kohle mehr. So. Oh, play. Was ist da los? Achso. So. Gut. Wie sieht es jetzt hier aus? 30 Tage ohne Todesfall, ob wir das schaffen? Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Boah, die Station, die ist auch schon wieder sehr überfüllt. Vier Tage ohne Todesfall, das wird wieder ein Kampf werden, das sehe ich schon. Schnell alle nach Hause schicken. So, was haben wir hier? Auch wieder nach Hause. Ja, die Kohle geht uns aus. Echt nicht einfach hier. Jetzt können wir auch kein Personal einstellen, weil wieder keiner da ist in Sachen Finanzierung. Ah, die Personalstimmung geht nicht nach oben, ist das Problem. Nee. So. Ja, was tun, sprachen wir. Kredit aufnehmen oder nicht? Ich möchte eigentlich keinen Kredit aufnehmen. Und hier ist die Station überfüllt. Ja, aber ohne... es ist natürlich jetzt schlecht. Warte, wir müssen doch was machen. Hilft alles nichts. Ich muss hier investieren, sonst werden wir das nicht schaffen. Jetzt pass auf, machen wir mal. Hittet. Nehmen wir mal den kleinen auf hier, oder? Ich weiß nicht, ob das was bringt. So, pass auf, jetzt werden wir das hier mal kopieren. Und zwar. Das kopieren wir jetzt mal. Genau. Und zwar setzen wir das. Hier hin. Genau. Perfekt, weil dann können die da reinkommen. Pass auf, dann machen wir das mal hier so rum. Die Tür vielleicht auf diese Seite. Das geht, ja, das geht. Das passt soweit, genau. Und go. So, dann haben wir nämlich da noch eine zweite Station. Dann verteilt sich das vielleicht ein bisschen. Währenddessen brauche ich nochmal neue Leute, würde ich sagen. Assistenten brauchen wir. Krankenpfleger. Die brauche ich auf jeden Fall jetzt. Und nochmal einen. So. Dann
Hausmeister nehmen wir auch gleich noch mit. So. Ich habe gerade einen Kredit aufgenommen, mein Lieber. Nur zur Info. So. Oh. So. Jedi Besuch, okay. Ja, die Stimmung wird auch nicht besser. So, also an fehlenden Patienten können wir uns nicht beklagen. Aber die Kohle, das ist jetzt das Problem. Und möglichst keine Todesfälle mehr. Und daran scheitert es momentan. Dieses Geräusch darf nicht erscheinen für 30 Tage, oder? Ja, genau. Das ist unser Problem jetzt. Und alles da im Blick zu haben, ist echt nicht einfach. Personal. So, das läuft soweit. Okay. So, schaut es da aus. Wer will hier abnippeln? Du nicht. Ah, wieder einer. So, jetzt haben wir wieder sauber gemacht hier, oder? Ja, Gott sei Dank. Sondermeldung, okay. Weiterbildung, nicht jetzt. Ja. Wir sind auf einem guten Weg eigentlich, aber die Kohle, die Kohle. Eieieiei. Nein, machen wir nicht. So. Oh, Toiletten fehlen da oben, sehe ich gerade. Ja, jetzt haben wir keinen Platz mehr, kein Geld mehr. Für Toiletten. Das ist schlecht. Der wird geheilt. Warte mal. Weg. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier keine Todesfälle machen. Das wäre jetzt super, wenn das klappen könnte. Ah! So knapp. Noch 4 Tage, komm. Aber das reicht nicht mehr. Wir fangen wieder bei 0 an. Oder noch eine in der Farbtherapie wenigstens. Komm. Das wäre auch schon mal was. Sofort alle nach Hause hier. Ist ein bisschen mühsam jetzt hier. Der lässt sich nicht. Das mit dem hier halt. Du bist auch nach Hause. Mal stopp. Jetzt müssen wir leider mit solchen kleinen Tricks arbeiten. Stoppen. So, schauen wir mal. Ja, hier ist einer. Der lässt sich nicht. Aber der stirbt gerade. Wieder bei 0. Verdammt!
100.000 im Minus. Eieieiei. Das Problem ist, wenn wir auf 300.000 Minus kommen, ist das Level hier vorbei. Dann können wir wieder von vorne anfangen. Nicht jetzt. Juhu! Schon wieder ein bisschen Geld eingenommen. Perfekt. Bin begeistert. So. Warte mal, Personal müssen wir wieder. Das ist die einzige Möglichkeit, hier die Stimmung hochzubringen, glaube ich. Hallo. Und weg. Gar keine Kompromisse hier, einfach wegschicken. Oh, die Hälfte haben wir schon. Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Da. Und weg. Sehr gut. Verdammt! Ach ja. Zu schön, um wahr zu sein. Zu schön, um wahr zu sein. So. Dich schicken wir auch gleich heim, wenn es geht. So. Der ist in der Behandlung. Du nicht. So. Was ist jetzt hier los? 100.000 Minus immer noch. Das ist Wahnsinn. Ja, die Stimmung, die steigt beim Personal, wenn ich hier immer regelmäßig das Gehalt erhöhe, nur dann immer mehr Schulden. Ja, Marketing-Kampagne kann ich nicht machen, mein Lieber. Ich habe keine Kohle. Kredit habe ich auch noch am Laufen. Wie soll das funktionieren? Achso, der geht jetzt da rein, sehr gut. Okay. So, nächste bitte. Das ist dran, okay. Einer. Da schaffen wir jetzt mal die 30 Tage ohne Todesfall. Das wäre ein Traum. Ja. Marketing wird ein Assistent benötigt. So, nächster. Nächster. So, was haben wir hier? Ne, ablehnen, befördern, weiterbilden, ja, das können wir machen. Warte mal, Mechanik vielleicht. So. Ja, Personalstimmung steigt, sehr gut. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir nicht auf 300.000 Minus kommen. Und immer wieder ein bisschen erhöhen, dann geht das schon. Scheiße, ist da aus. Ah, das haben wir geschafft. Gut, so, noch 19 Patienten. Ja, ich weiß. Noch 19 Patienten. Und die Stimmung hochkriegen auf 80. So, jetzt, wenn dieser Farbtherapie-Gedöns noch durchgeht, dann wäre es schon mal sehr gut. Nein, nicht jetzt. Ja, das läuft. Farbtherapie, wo ist diese Instandhaltung der Hundehütte erforderlich? Ja, das machen wir gleich. Personal.
So. Nach Hause schicken. Können wir uns nicht leisten. Weiterbildung läuft hier. So. Okay. Ja, keine Panik. So. Bisschen schneller. Das könnte man schaffen mit den 80.000, die uns da jetzt gut geschrieben werden, was das ist. Die Farbtherapie, wenn das durchgehen würde. Yes! Wieder langsamer. Befördern. So. Jetzt sieht es doch schon mal ein bisschen optimistischer aus hier. Wir müssen aber weiter am Ball bleiben, dürfen jetzt nicht hier irgendwie nachlassen. So. Oh oh oh. Heidewitzka, das wird eng. Okay. Gibt auch noch ein bisschen Kohle. So, noch 10 Patienten. Das kann doch nicht wahr sein. Die Stimmung muss da oben. Tage ohne Todesfall, ja genau. Das sind witzige Ziele. So, das hier vielleicht. Was haben wir hier? Nehmen wir mal. Die beiden. So. Tage ohne Todesfall, genau, das ist natürlich super. Diese Farbtherapie, warum geht das nicht durch? Verdammt. Der geht da rein. Muss da raus. Oder? Also, nein, ich sehe das schon ganz knapp scheitern hier. Auf 5 Patienten, 74 Personalzustimmung. Ah, das ist scheiße. So. So, noch 4 Patienten, komm. Da ist noch einer, der hier. Okay. Und heimschicken. Konsequent. Konsequent. Gut, wir können noch einen Ritt aufnehmen am Schluss, wenn es wirklich soweit eng. Soweit kommt. Achtung! Personal. So, jetzt komm. Personalbereiche sind für Patienten und Teile des Personals nicht zugänglich. Ich weiß. Was? Ja, kommen jetzt noch 2 Patienten. Auf geht's. Instandhaltung der Entleuchtungsklinik erforderlich. Komm, komm, komm. Dauert. Komm schon. Noch einen Patienten. Ach, einer, komm. Yes, da ist er.
Der dritte Stern. Wir haben es geschafft. Was für ein Kampf. Und freigeschaltet haben wir Hundenapf mit Knochen. Na, was für ein Erfolg. Unglaublich. Puh, das war wirklich auf Messerschneide hier. Ja, gut gespielt sieht anders aus, aber wir sind wenigstens erfolgreich gewesen. Huiuiui. Bin noch hier ganz fettig von dem Spielen. Ich würde sagen, wir werden jetzt diese Folge an dieser Stelle beenden. Und dann frisch mit einer neuen Folge, mit einem neuen Krankenhaus oder Hotel oder was weiß ich, was uns da noch blühen wird, starten. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.